Alles, was der Passagier nie merkt. Stressig. Der Pilot hat weniger Stress. Und das Heroin brauchen Sie zum Aufputschen. Können Sie Ihre Sucht verheimlichen? Das muss doch jeder mal aufs Klo, oder? Das geht. Am Freitagabend in Diderot. Melanie Gantner, das sagt Ihnen was, oder? Ich mache einen Medikamententest bei ihr. Seit 4 Monaten. Das ist dafür da, dass man... Ja? Ich hätte sie gerne ohne die Tests getroffen. Das habe ich am Freitag wieder versucht. Obwohl sie Paul Schmidtmann dabei hatte. Ach, der Freak. Hat mir so ein Angebot gemacht. Drogenfrei in 2 Tagen mit Dr. Zombie. Ich dachte ja, der will mich auf einen Cocktail einladen. Ach, Zombie. 4 Sorten Rum, Fruchtsaft. Das ist gut. Ich habe das Gleiche gedacht. Es ist aber eine Drogentherapie. Weil er denkt, ich habe jetzt ja keine Hepatitis mehr, da kriegt er mich clean in 2 Tagen. Haben Sie ihm geglaubt? Ja, klar habe ich ihm geglaubt. Er war selber mein Junkie. Paul Schmidtmann. Und auf einmal war er clean. Heute noch. Paul Schmidtmann war ein Junkie. Breit wie ein Flughafen. 8 Minikum. Also, mir wäre es lieber, wenn Sie es spritzen. Mir wäre es lieber, ich wäre clean. In 3 Wochen sollten Sie die Hepatitis-Behandlung abgeschlossen haben. Das Medikament hat ja offenbar ganz gut gewirkt. Das war nur Ihre gute Pflege, Frau Doktor. Doktor werde ich erst noch. Haben Sie für heute noch Fragen? Ihre Handynummer. Tschüss. Bis nächste Woche.